Servus und hallo zu einem weiteren Video Scrap Mechanic. Ich habe mir heute ein bisschen Unterstützung geholt. Hallo Tarindor! Hallihallo und Hallöchen! Und zwar präsentieren wir heute zusammen ein bisschen was, aber nicht in meinem Video, sondern in seinem Video auf seinem Kanal. Bei mir hier auf meinem Kanal in diesem Video seht ihr nur ganz kurz die Objekte, die wir präsentieren in seinem Video. Und am Schluss von dem Video, beziehungsweise jetzt gleich, weil es gibt gleich einen Cut, habe ich ein kleines Geschenk für euch, das ich ja extra eigentlich von Chico gebaut habe, aber ich dachte, es ist so witzig, ich mache es euch als Geschenk und dann könnt ihr auch damit Spaß haben. Aber jetzt legen wir erstmal hier los und dann sehen wir uns nachher beim Geschenke auspacken. Ist der Tarindor auch noch mit dabei. Und jetzt legt man weiter auf seinem Kanal. Klickt also hier den Videolink jetzt an, wenn ihr hier die Fan Creations weiter betrachten wollt. Okay. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar hatten wir einen kleinen Cut. Wir haben nochmal alles weggemacht, damit die Performance ein bisschen besser läuft. Und wir fangen an mit dem Truck und dem Gabelstapler hinten dran, oder? Richtig, genau. Ich habe jetzt den Truck vorne rangeschweißt, damit wir das wirklich auch super cool präsentieren können. Der Trailer, das ist ja mein Trailer. Und Spooksbook, beziehungsweise Luca, hat den ein bisschen umgebaut. Ich habe das mal in einem Video präsentiert gehabt. Und da habe ich dann bemängelt, dass der Stapler, ich fahre den jetzt mal ran, dass der Stapler, wenn man den hier hinten reinsetzt, was er hier jetzt geht, dann kann man den hochlassen. Ja. Also anheben, dass er am Trailer. Das sieht schon geil aus, ne? Quasi dranhängt. Die FPS gehen jetzt leider ein bisschen runter, das liegt halt doch daran, weil das jetzt im Prinzip drei Fahrzeuge aneinander gereiht sind. Ja, natürlich. Das vordere ist eigentlich ein ganzes Fahrzeug, aber es ist halt doch ein B-Ring dazwischen. Und jetzt bin ich zu blöd runtergesprungen. Mist, ich muss hier hinten, weil hier ist ein Knopf versteckt. Gut, das ist nicht sonderlich gut platziert. Und dieser Knopf fixiert jetzt sozusagen den Stapler hier. Und ich versuche jetzt mal mit Zeitlupeneffekt kurz ein bisschen zu fahren. Mach das mal. Ich nehme das gerade richtig schön auf. Ja, genau, deswegen bin ich ja da, damit du da eine wunderschöne Aufnahme kriegst. Ich fahre gleich mal eine Kurve. Und dann müsste eigentlich der Stapler hinten dran bleiben. Der bleibt dran. Der ist Bombe. Ja, der ist Bombe fest. Ich hoffe, dass mit dem Engine Upgrade, dass das hier dann richtig schön läuft. Und dann sieht es nämlich auch richtig cool aus. Vor allem stellen wir vor, das läuft dann Performance. Dann können wir so einen LKW-Bus, so ein LKW-Depot bauen, ne? Ich habe ja in meinem Logistik. Du hast ja deine Logistik, ja, genau. Dann kann ich da richtig weiterbauen. Okay, gut, jetzt ist aber schon heftig. Ja, ja, deswegen das ist 3 FPS, 4 FPS, aber das ist okay. Ja. Aber die Leute wissen es ja auch, dass es momentan nicht so performant läuft. Ja, leider ist es ja immer noch so, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt nehme ich den kurz auf, Achtung. Und also es funktioniert richtig gut jetzt. Nur mal kurz zum Veranschaulichen. Kommst du kurz her, Dani? Ja, natürlich. Klar. Zum Veranschaulichen, was der Kerl hier gemacht hat. Da ist... Ich glaube, das ist jetzt kurz rot. Das Rad hier, tada, das wird hier zwischen diesen Balken und zwischen diesen Balken rüber gedrückt. Ja. Dadurch drückt es dann die Gabel an. Und hält den Gabelstapler dann quasi fest, ne? Genau, hier hinten ran. Da drückt es dagegen dann, was ich jetzt hier rot gemacht habe. Oder entfärbe, da drückt es dagegen und dann rutscht er nicht mehr raus. Klar, das kostet wahrscheinlich auch mitunter ziemlich Performance, aber das. Aber dass es funktioniert, wundert mich. Es funktioniert das extrem gut. Ja. Wenn der Stapler auf dem Boden ist, dann zieht er den Trailer sogar mit. Der kommt es nicht ist, mehr raus. Der kommt nicht mehr Wahnsinn. Raus, wenn das fixiert ist. Das ist richtig, richtig fest. Gut. Nice. Hätten wir das auch gezeigt, bin wirklich begeistert. Gut gelöst. Ich fand den Truck aber allgemein schon cool mit dem. Gabelstapler. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass mit da jemand dem Auflieger mit Gabelstapler. Mit dem Stapler hinten dran, sehr, sehr coole Idee. Ja. Das sieht cool aus. Das ist einfach cool aus. Bin. Ja. Sehr gute Arbeit und es freut mich, dass mein Trailer als Vorlage gedient hat, um da den Stapler hinten ranhauen. Das ist auch ist auch das beste Feedback, was du bekommen kannst, ne? Quasi. Ja also, auch für mich natürlich, klar. Ja. Wie gesagt, das war jetzt von Spooksbook. Im Workshop findet ihr den unter
Was haben wir jetzt? Book-Book. Da findet ihr dann auch den Auflieger. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr es da euch holen, das Ding. Ich werde die auch alle in der Beschreibung verlinken, ne? Also ja, genau. Alle Downloads in der Beschreibung einmal verlinken und die jeweiligen User, die hier genannt wurden, ne? Also gar keine Sorge. Jetzt kommt vom Fabi Olli auf Basis meines Busses. Mhm. Ja, den kenne ich doch irgendwoher. Also, was heißt auf Basis meines Busses? Mein, so extrem ähnlich sieht er dem jetzt nicht mehr. Das ist ja der Gelenkbus, den ich gebaut habe, halt ohne Gelenk natürlich. Aber ansonsten hat er den schon ordentlich verändert. Und das sieht gut aus. Ja. Der wurde mir nochmal eingeschickt, ne? Komischerweise. Mit einem T hinten dran. Oder so. Sehr schön. Also, wir stellen den einfach mal vor, ne? Wie hieß er nochmal? Fabi Olli. Ach super, Fabi Olli. Der war auch im Livestream erst dabei. Da haben wir ja auch gesagt, das Video kommt noch. Und da habe ich auch gesagt, dass, stimmt, genau, dass da was schiefgelaufen ist. Und jetzt, hoffentlich klappt es diesmal. Ja, diesmal kriegen wir es hin. Also ich bin da fest überzeugt von. und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wir haben hier auf jeden Fall einen wunderschönen Sitz und Küken. Das war doch diese Abflussrinne, oder? Vom Waschbecken? Meinst du das hier? Ja, Abflussrinne. Ist das so eine Abflussrinne? Bestimmt, ne? Ich denke mal, dass es eine Abflussrinne sein soll. Oder ein Abtropfgitter für Geschirr. Geschirr, ja, genau. Geschirr. Ja, da haben wir E-Herdplatten. Das finde ich auch immer geil, ne? Jeder macht die E-Herdplatten anders. Manche mit Glas, manche mit das. Mit Thrustern. Ja, stimmt, mit Thrustern geht das auch, genau. Ja, ja. Wobei ich das hier die elegantere Lösung finde. Es muss funktionell sein, es muss gut aussehen. Gut aussehen. Ja, finde ich auch. Also, auch Dunstabzugshaube sieht super aus. Die sieht so ähnlich aus wie meine. Da fehlt mir privat. Da fehlt nur das Detail entweder jetzt oben auf dem Dach quasi, also genau, so eine Lüftung, ne? Genau, die Lüftung, dass die auch wirklich dann nach außen geht. Das fehlt mir jetzt hier draußen und auf dem Dach ist auch nichts. Also, das wäre natürlich noch ulkig gewesen, das wäre cool gewesen. Das sind halt die Details, da würde ich jetzt zum Beispiel drauf achten. Ja. Ich bin ja so ein Perfektionist, was das angeht. Ja, aber ist ja auch, ich finde es gut. Wir haben hier einen Kühlschrank. Ach ja, das hatte ich in der ersten Aufnahme gesagt, dass das ein Klo wäre. Oder hätte ich fast gedacht. Wir haben hier einen Kühlschrank. Ich finde das immer ganz cool mit diesen Flaschen, ne? Oder mit diesen Dingern. Das darauf muss man auch erstmal kommen. Schick. Ich sag ja, er hat doch viel Liebe zum Detail hier verwendet. Es sind Kleinigkeiten. Auch hier farblich gesetzte Akzente, danke. wo ich sage, warum? Das hätte man doch auch noch machen können. Zum Beispiel hier. Sag mal. Was da? Das verstehe ich nicht. Warum ist das nicht so? Da muss ich aber pardon sagen, das habe ich bei meinem Bus auch vergessen. Wirklich. Teufel. Zu meiner Schande. da hatte Chico mich dann drauf aufmerksam gemacht. Ja, jetzt ist es eigentlich behoben. Das ist ziemlich auffällig. Bei dir ist es alles ein bisschen verbauter. Hier ist es. Das ist mir sofort, als ich hier reingelaufen bin, ins Auge gestochen. Sowas. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Sofort. Aber trotzdem hat er überall so viele coole Details, wie zum Beispiel, wow, das Bett hier. Das ist ein sehr, sehr cooles Detail. Du hast dich schon wieder nicht als Frau gemacht. Entschuldigung. Tschüss. Was machst du? Au! Den Quacker brauchen wir heute nicht mehr. Hat mich weggeräumt. Eiskalt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine sehr coole Idee hier. Ja, vor allem platzsparend, ne? Ja, extrem. Extrem. Ja gut, für so ein Wohnmobil muss ich es so bauen. Ja, könnte ich in meinem Wohnmobil auch so umsetzen. Warum ist der Stuhl jetzt gelb? Kann ich das ist eine Frage. Keine Ahnung. Das sind so aber wir sind ja da. Ja, natürlich, klar. Also wenn wir meckern auf hohem Niveau. Ja, ja. Das müsstet ihr ja eigentlich alle wissen, die uns zuschauen. Ja, natürlich. Dass wir sehr kritisch sind, aber trotzdem auch viel Lob natürlich verteilen. Oh. So ist das Thumbnail entstanden. Sehr schön. Na? Was geht bei dir? Guck mal, die Dusche, das finde ich auch cool, dass er da so eine coole Vertiefung reingab. Ja, ja. Auch wieder so ein Detail. Aber was dann fehlt, wäre jetzt zum Beispiel so ein Abflussrohr. Abfluss, ja. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich hier jetzt was wegmache. Ja. Oh, nö. Nee, würde gehen. Würde sogar gehen. Ja. Aber das sind so, wie gesagt, Kleinigkeiten. Weil genau. Jetzt passt's. Ich dachte gerade, jetzt passt's, ja. Ja. War eins zu tief. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
Aber sehr schön, weil oben hat er ja zum Beispiel auch so ein Rohr quasi, dass da Wasser rauskommen soll, ne? Ja, und guck mal, das ist schlecht angeschrägt. Das ist. Ich wollte es nicht so. Gehen wir zum nächsten Raum. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Das ist mit dem angeschrägt. Ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll. Ich weiß es auch nicht. Im Fernsehen vielleicht oder so? Ich weiß nicht. Also, wenn, dann sind es 4 Mini-Fernseher. Ja. Oder? Ich bin natürlich wieder so ein richtiger Aufnahme-Pro. Fabio, ich habe mein Steam nicht stumm geschaltet. Fabio, ja? Olli, du musst uns unbedingt sagen, was das hier ist. Schreib uns das mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ja. Wenn, dann vielleicht ein Fernseher oder so, ne? Ja. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Oh, Fensterchen auf. Fensterchen auf. Fensterchen zu. Fensterchen auf. Fensterchen zu. Fensterchen zu. Fensterchen auf. Das mache ich jetzt als Dauerschleife, weißt du? Immer wieder hintereinander. Und die Tür. Okay, was? Ich will ja die Türen eigentlich auch bei meinem Bus so machen, ne? Aber momentan kostet es noch bei mir so viel Performance. Also, ich mach mal kurz irgendwas. Taste. Oh, hoppla. Taste 1. Taste 1. Tür vorne. Taste 2. Ja. Tür hinten. Taste 3. Ja. Motorraum. Motorraum, dachte ich mir doch. Taste 4. Sehr, sehr clean sogar, sieht schön aus. Taste 4. Hupe. Hupe. Taste 5. Ja. Radio. Vor allem du wippst so. Mit deinem Kopf. Echt? Bei mir ist es total still. Nee, echt? Nee, ganz leicht. Also gut, fahren wir eine Runde. Willst du fahren oder soll ich fahren? Fahr du ruhig. Okay, ich fahre. Einsteigen bitte, anschnallen. Jawohl, los geht's. Dieser Bus endet hier. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber das ist ja ein Wohnmobil. Halt in dem Bus drin. Ach so. Ach so, scheiße. Ich würde mal sagen, der hat den größten Wendekreis aller Zeiten. Das ist ja Wahnsinn. Ja, weil er keine Doppellenkung hat. Keine Doppellenkung. Und, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe, dann stößt sie irgendwo an, ja, ne? Ein bisschen. Das Rädchen vorne leicht an diese Schräge da, ja, an diese. Ich glaube, er wollte halt die Radkästen so richtig stylisch machen, dass die so, ne, alles schön zu ist. Ja, ja. Hat aber dann vielleicht vergessen, dass die Lenkung dadurch ein bisschen eingeschränkt ist. Hier ist eine Hitbox. Also das ist ja unabhängig davon, ob das abgewinkelt ist. Mhm. Aber da stößt hier dagegen. Gut, ich färbe das mal kurz gelb. Hier. Ja. Stößt du dagegen. Und, warte, wo ist denn der Knopf hin? Ich würde gerne die Tür wieder schließen. Und okay, hier. Das genau, an den. Ja, genau, an den wird er wohl anstößen. Ja, da stößt er auch dagegen. Auf beiden Seiten. Die müsste man dann quasi entfernen, dann würde er auch besser lenken. Und wie gesagt, eine Doppellenkung. Ich komme mal eben rüber. Siehst du, dass das Rad sich bewegt? Ja. Ja, das liegt daran, weil... Vermute mal, dass es daran liegt. Oder einfach ein Scrap Mechanic. Möglich. Es ist halt Scrap Mechanic, ne? Jetzt müsste er besser lenken. Ich glaube, er lenkt weiter ein, ne? Ja, etwas. Es ist aber echt minimal. Es ist wirklich minimal. Aber wenn er die Doppellenkung hätte, dann würde er perfekt fahren. Ja, ja, die Doppellenkung, die ist super. Die habe ich ja auch gemacht. Anders könnte ich zum Beispiel meinen Gelenkbus gar nicht mehr um die Kurve kriegen. Also, Fabio Olli. Sehr schön. Update bitte mit Doppellenkung. Ja. Sehr schön um die Kurve kommen. Also genau. Super. Und das andere waren, wie gesagt, Kleinigkeiten, ne? Ja, das sind Kleinigkeiten. Das sind so, genau. Wenn du witzig bist, kannst du die natürlich noch verbessern, aber es ist ja deins. Du kannst machen, was du willst. Und wenn du das so siehst, dass das alles perfekt ist, dann ist es auch perfekt. Genau. Man sollte das immer so bauen, dass man selber damit zufrieden ist. Ganz genau. Ne? Und dann erst die anderen hinten dran stellen. Richtig. Und es ist ja, der ist richtig gut gelungen. Der ist gut, ja, wollte ich auch mal sagen, das ist super. Die paar Kleinigkeiten, es sind im Prinzip nur Designfehler in meinen Augen jetzt. Genau, aber keine groben, also das ist rein Geschmackssache. Also das ist, So, dann haben wir noch mal was. Was denn? Vom Atomzeus. Ach ja, der fragt auch ganz oft, wann wir das vorstellen. Der war auch sogar im Livestream dabei. Ja, war er auch. Der hat auch nachgefragt, warum wir das... Dieses... Monster. Ich nenne es auch mal Monster. Es ist ein Monster. Es ist ein Monster, ja. Darf ich Monster draufschreiben? Ich schreibe jetzt Monster drauf. Ja, schreib mal Monster drauf. Versuch's. Yeah. Du darfst es so lange zeigen, solange ich hier rumbastel. Ja, ich zeige das. Ja, zeig. Ach so, ich soll das Gerät schon zeigen? Ja, zeig ruhig schon mal. Ach so, okay. Wir steigen mal hier ein. Wir müssen uns beeilen. Das habe ich gelernt. Und zwar
Wir sind von innen quasi und da haben wir hier einmal das ganz normale Cockpit. Wir haben hier drei Schalter und einen zweiten Sitz. Ich bin eigentlich immer so ein Mann, der ich drücke einfach erstmal alles. Mal alles drücken. Ah, ja, erstmal alles befummeln, ne? Und dann kann man hinterfragen, was da eigentlich passiert. Das ist ganz cool gemacht und man sieht es schon, wenn man sich jetzt quasi hinsetzt oder hinsetzen tut, dann kann man wirklich zum Fahrer gucken und das ist bei Wohnmobilen ja meistens immer so. Dass der zweite Sitz oder dass einer der Sitze sich drehen kann. Ich glaube, der Fahrer sitzt eigentlich auch. Ja, ja. Aber cool gemacht. Ich finde das gut, dass man auf solche Sachen achtet. Was haben wir noch denn? Wir haben hier noch eine zweite Tür. Das ist natürlich praktisch. Man kommt auch von beiden Seiten rein. Das ist sehr cool gemacht. Dann haben wir hier ein E-Herd mit einer Küche. Ich komme auch mal. Drei Platten. Was? Schaffst du es? Wo ist die Küche? Das hier ist die wunderschöne Küche. Ja. Klein, aber fein, würde ich sagen, ne? Ja, oh, ein Ofen. Oh, mit so einem Blech. Ja. Cool. Das ist ganz cool gemacht. Dann haben, was haben wir hier? Au. Oh. Oh. Heute gibt's gegrillter Quacker am Spieß. Ich wollte gerade sagen, heute gibt's gegrillten Quacker. Für 1,95, du. Oh. Sehr schön, aber auch Dunstabzugshaube, sehr schick. Aber da oben sind die Controller versteckt, okay. Oh. Cool gemacht, muss ich sagen. Das gefällt mir auch hier mit der Dachfreiheit quasi. Sieht sehr schick viel aus. Platz. Wir haben auch wieder eine wirklich, wirklich großes Bad. Komm mal rein. Wo bist du denn? Da in der Tür. Warte mal. Da an der Tür. Hör auf das Geräusch. Ach, hier. Das sah aus wie so eine Wand. Hallo. Hi. Na, wieder am Scheißen. Ja, und du guckst mir wieder zu. Ja, aber ich dusche nebenbei. Komm mit, ich komm mit. Oh, warte. Das ist ja. Oh. Oh. Jetzt kriegen wir demnächst so Schlagzeilen auf YouTube. Quacker und Tarindor haben eine Affäre. Naja. Och Mann, das Ding geht so schnell wieder zum. Wieso hat er nicht zwei Bearings? Ja, für die Tür. Das hat er ja gebaut vor dem Update. Deswegen zwei Bearings. Damit du es von innen und von außen öffnen kannst, guck. Ach so, ja, ich habe den Knopf von innen nicht gesehen. Ja. Dass du innen Alter, ich bin so doof, ne? Ich habe mein Steam nicht ausgeschaltet, ja? Und ich habe jetzt schon 4 Anfragen oder so in Steam bekommen. Also, falls ihr die Leute seht in Steam, ne? Ich bin zu blöd, um das auszuschalten. Ich bin halt ein Kacklo. Ja? Aber herzliche Grüße an alle, die mir schreiben. Allgemein bekannt. Ja, ja, also es ist ja. Das Kopfteil, den Kopfteil finde ich cool. Das sieht super aus, ne? Alle nicht hinlegen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das allgemein wird, ob man dann auch schlafen muss oder schlafen kann später im Survival-Modus, ne? Und solche Sachen. Ja, allerdings. Aber sieht schön aus. Klein, fein. Im Fernsehen fehlt hier irgendwie noch. Was passiert so, hier? So ein bisschen Deko oder so. Drück mal den Knopf hier. Ui. Oh. Oh, Darling, möchtest du mit mir auf der Terrasse? Ach, das ist nett. Ja, das ist echt schön. So lange entgegensehen. Immer, ich glaube, unendlich lang hingucken, die Sonne wird nie untergehen in Scrap-Mechanik. Das fehlt auch noch, ne? So ein Tag- und Nachtmodus. Oh. Ich denke mal im Survival-Modus vielleicht. Runter. Oh, da wollen wir nicht runter. Ja, ich mach. Wir haben doch noch mehr Schalter, oder? Mach wieder zu. Was war das? Ich habe irgendwas gedrückt. Keine Ahnung. Enddrück es wieder. Warte, ich steig mal kurz ein. Ich glaube, ich weiß, was das ja. Soll ich aussteigen oder was muss ich machen? Pass auf, ich drück jetzt mal die Taste 1. Irgendwas tut sich? Ja. Ich höre ganz viele Bearings arbeiten. Moment, ich muss gucken. Okay, jetzt öffne die Tür. Öffne die Tür. Ah, wo kommt denn das zwei her? Yeah. Und? Extra Tarindor sicher, ja? Damit dann der Depp nicht runterfällt. Richtig. Das ist echt cool gemacht, oder? Ja. Und das Beste kommt ja noch. Warte, ich komme mal zu dir. Ja. Also das ist ja schon mal echt eine coole Idee. Hier nochmal so ein Balkon-Ding, Terrassenteil. Ich finde das cool. Hüpf vor allem so. Hier runter. Ich springe mit dir in den Tod. Jetzt haben wir hier nochmal einen Knopf. Oh. Wahnsinn, ist da viel Platz. Yep.
Nur ich verstehe nicht, warum Sitze und ein Stuhl? Das ist doch eine Garage. Ja, das muss weg. Das muss weg. Das ist doch eine Garage. Wir hauen uns einfach weg. Da parken wir jetzt ein Auto rein. Aber sowas von. Hast du nicht zufällig ein passendes Auto? Du hast doch bestimmt ein passendes Auto. Hast du ein passendes Auto? Ich weiß es. Ja, vielleicht. Ich nehme mal das alte Käsemobil. Was hältst du davon? Bims. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du, was das Allergeilste in dem Fahrzeug ist? Hä? Guck mal von außen und guck von vorne drauf. Du kannst nicht mal zum Fenster rausgucken eigentlich. Es ist so eine Kackkarre. Ist es. Aber wir probieren es. Passt der da rein überhaupt? Ja, der passt von der Breite her, gell? Ja, weil ich jetzt den anderen nicht genommen habe. Warte, ich helfe dir. Ja, geil. Boah, ja, wie professionell. Ich mach mal zu und fahr dann los. Ja, fahr mal. Ist zu, ja, gell? Okay, ich fahr kurz. Jetzt ist zu. Ja, ich muss nur noch schnell einsteigen. Ich hoffe, ich schaff's. Und los geht's. Alter, ich habe noch 40 FPS. Na okay, 15. Aber trotzdem recht 17? Gut. Ja. Also bei mir läuft's recht flüssig. Für das, dass da hinten ein Fahrzeug drin steht mit... Wo bist denn du? Ich seh dich. Ich glitsche manchmal so ein bisschen raus, aber sonst sieht das eigentlich tutti aus. Warte, kann ich? Nee, ich kann, glaub nicht, von Fahrerhaus kann ich es, glaub nicht, aufmachen. Ich bin mir nicht sicher. Nee? Bin mir nicht sicher. Yeah, das Monster an der Seite sieht gut aus. Alter, guck mal, ich stehe noch voll gerade. Übel, komm, fahr raus. Mm. Oh, das war so klar. Oh. Klar. Warte. Kein Problem. Er hat es geschafft. Ja, das ist halt das super Käsemobil. Das ist total bescheuert, das Ding, wie das von vorne aussieht. Es gibt eine überarbeitete Version, aber die ist noch beschissener. Ich will mal mit fahren. Was passiert hier? Bei mir fährt das irgendwie nicht. Der Quacker hat halt keinen Anspruch, der fährt mit solchen Fahrzeugen. Ich fahre mit so einem Monster. Ich finde den wirklich geil. Okay, also, weg mit dem Ding. Ich finde den wirklich cool. Und vor allem, was ich auch cool finde, ist, er hat auch mal andere Blöcke genommen, ne? Ja, viel konventionelles benutzt. Ja. Also, was man jetzt nicht so oft am Auto sieht oder am Truck oder generell. Die Front ist auch echt einschüchternd. Das ist total übertrieben, das Ding halt. Aber trotzdem geil. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich sagen. Von wem war der nochmal? Atom-Zeus? Ja. Und Mr. Atom Zeus. Nice, würde ich sagen. So, ja. Ich würde sagen, das war's, oder? Das war's, oder? Ja, dann, wie gesagt, ich werde alle in der Beschreibung einmal verlinken. Ja. Wichtig. Und den Download dann auch anbieten, wenn der zur Verfügung steht, ne? Ich muss die dann immer einmal raussuchen, aber das ist ja nicht das Ding. Und von meiner Seite war's das, würde ich sagen. Ach ja, bleibt einfach dran, denn gibt es jetzt noch ein Geschenk am Ende? Ja, aber das gibt's bei mir auf dem Kanal. Genau, das gibt es dann bei ihm auf dem Kanal und einfach da mal vorbeischauen. Auch der Link wird natürlich hier verlinkt. Der Link wird verlinkt. Link. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic Fan Creation. Tschüss.